wir freuen uns unheimlich hier im St. Josephs Hospital im geburtshilflichen Team, dass wir endlich unseren Hebammenkreißsaal einweihen können und dies jetzt auch schon mit der ersten Geburt am 10.12. eben feiern konnten. Wir haben da sehr lange drauf hingearbeitet und möchten endlich auch eben nach außen tragen, dass das Projekt jetzt auch am Laufen ist und am Start ist. Der Hebammenkreißsaal ist eine Erweiterung unseres geburtshilflichen Angebots. Das bedeutet, dass wir die Frauen darin bestärken möchten, aus eigenen Ressourcen, in ihren eigenen Kräften vertrauend, das Kind zur Welt zu bringen. Also es ist ohne medizinische Intervention, allein durch Hebammenbegleitung, intensive Begleitung, möchten wir gerne die Frau eben darin bestärken. Und es ist kein Arztkontakt vorgesehen. Wenn die Frauen zur Aufnahme kommen, zur Geburt kommen, bekommen die keinen venösen Zugang, es wird kein Ultraschall gemacht. Wir vertrauen ganz darauf, dass die Frau eben allein durch unsere Begleitung, durch die Wehenveratmung, durch Massagen, durch Homöopathie, durch Akupunktur eben darin bestärkt wird, ihr Kind zur Welt zu bringen. Wir bezeichnen den Hebammenkreißsaal auch immer so ein bisschen wie die Geburtshaus im klinischen Setting. Das Schöne ist halt, dass wir wirklich auf die Natur vertrauen, auf die natürlichen Kräfte, die die Frauen eben haben. Aber wir haben die Sicherheit des Krankenhauses im Hintergrund. Wir können jederzeit einen Arzt hinzurufen, wenn es zu Komplikationen kommt. Oder auch einfach nur, wenn wir vielleicht einen Rat zwischendurch brauchen. Aber hauptsächlich möchten wir natürlich wirklich ganz natürlich die Frauen betreuen und gebären lassen. Wir möchten ihnen viel Zeit lassen, wirklich ohne Zeitdruck sollen die hier betreut werden. Geburt dauert halt einfach, muss man sagen. Und man kennt das eben in vielen Kliniken heutzutage leider, dass den Frauen nicht die ausreichende Zeit gegeben wird, ne, die Natur erfordert. Und das ist eben im Hebammenkreißsaal möglich. Die Frauen können im Wasser gebären, auf dem Hocker oder im Stehen. Wir haben die breiten Entbindungsbetten, falls man auch mal eine Pause braucht zwischendurch und die Beine eben nicht mehr können. Man muss auch nicht alles abtun, man muss auch nicht die ganze Zeit in Bewegung sein. Es ist wirklich die Frau bestimmt, in welcher Position sie sich zu welchem Zeitpunkt bei der Geburt am wohlsten fühlt und was ihr gut tut. Und darin möchten wir sie einfach optimal unterstützen und begleiten. Also wir sind ein babyfreundliches Krankenhaus, das bedeutet, wir sind von der WHO ausgezeichnet worden, von der Weltgesundheitsorganisation. Aber babyfreundlich bedeutet für uns hier im Kreißsaal einfach auch wieder, dass wir Mutter, Vater und Kind viel Zeit geben. Das Kind, wenn es geboren ist, wird direkt auf die Brust der Mutter gelegt, bekommt ganz viel Zeit anzukommen, die Nabelschnur lässt man auspulsieren. Mutter und Kind liegen im Hautkontakt, beschnuppern sich, es wird nicht sofort eine U1 gemacht, also die erste Vorsorgeuntersuchung, es wird nicht sofort abgenabelt und gebadet, sondern dieser Hautkontakt ist ganz, ganz wichtig und man merkt nämlich schon, dass die Kinder da dann auch Kontakt aufnehmen, wirklich aktiv auch die Brust der Mutter suchen, dass man eben diesen Prozess der Bindung, des Bindungsaufbaus, dieses Bondings überhaupt nicht stören kann. Das ist eben babyfreundlich im Krankenhaus. Ebenso, wenn es zu einem Kaiserschnitt kommt, ist es eben auch so, dass die Mutter im OP auch im ständigen Hautkontakt mit dem Kind liegt. Also da wird das Kind überhaupt nicht weggenommen. Also wir empfehlen immer den Eltern, dass eben die Kinder viel im Hautkontakt sind, also dass sie nackt auf der Brust von Mutter oder Vater liegen, eben wenn die Mama vielleicht mal schlafen möchte, duschen möchte, essen gehen möchte, ist es ebenso wichtig, dass der Vater eben auch das Kind nimmt. Einfach nackt auflegen, zwei Handtücher drüber, das führt einfach dazu, dass die Kinder die Temperatur sehr gut halten können. Und es ist natürlich ebenso wichtig, dass der Vater eine gute Bindung zum Kind aufbaut und er entlastet damit natürlich auch die Mutter, die vielleicht dann auch mal ihre Ressourcen ein bisschen schützen kann, wenn der Vater dann mal einspringt und kuschelt.